kommunistische Organisation. Podcast. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der kommunistischen Organisation, dem ersten in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, zwei sehr spannende Gäste dabei zu haben. Ich werde heute wieder ein bisschen moderieren. Mit von der Partie sind Tobias, der arbeitet in einem großen Industriebetrieb, ist im Betriebsrat, im Vertrauenskörper und auch sonst gewerkschaftlich aktiv. Hallo Tobias. Hallo Max. Und außerdem mit dabei die Romy, Lehrerin an einem Berliner Gymnasium. Auch hallo an dich. Hallo. Genau, wir haben heute vor uns mit der Zero-Covid-Kampagne auseinanderzusetzen, beziehungsweise in dem Kontext der Zero-Covid-Kampagne uns über die Lage in Betrieb und Schule ein bisschen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man mit der Lage der Pandemie dort politisch umgehen sollte, könnte. Die Zero-Covid-Kampagne hat sicherlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Es gab ein sehr breites Medienecho und auch innerhalb linker und kommunistischer Gruppen wurde das sehr kontrovers diskutiert. Der Aufruf ist jetzt vor ein bisschen über zwei Wochen veröffentlicht worden. Ich fasse jetzt nur noch mal ganz kurz und grob zusammen, was die wesentlichen Forderungen sind. Ist sicherlich allen bekannt, nur damit wir hier wissen, worum wir reden. Danach würde ich euch das Wort geben, damit ihr ein bisschen erzählen könnt, wie das aus eurer Sicht auf eure Lage in Schule und Betrieb passt. Also inwiefern das quasi die richtigen Forderungen sind, richtige Stoßrichtung hat. Wir wollen uns dann auch mit, ich sag mal, zentralen Einwänden oder Diskussionspunkten, die um den Aufruf aufgekommen sind, beschäftigen und auch konkret darum reden, was eigentlich Handlungsoptionen wären. Genau. Der Aufruf hat fünf zentrale Forderungen. Die erste zentrale Forderung ist die Ansteckung auf null zu reduzieren. Das heißt, einen europaweiten Shutdown zu machen, der auch die Arbeitsplätze, das heißt eben auch Betriebe, Büros, Fabriken, Baustellen, Schulen, wie sie schreiben, einschließt und die Arbeitspflicht aussetzt. Das soll insbesondere auch als Auftrag an die Gewerkschaften verstanden werden, die genau das quasi vor Ort diskutieren müssten und umsetzen sollen. Zweite Forderung von Zero Covid: Niemand darf zurückgelassen werden. Das heißt, insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen, in beengten Wohnverhältnissen, in gewalttätigem Umfeld, Obdachlose, Geflüchtete sollen über soziale Maßnahmen quasi abgesichert werden für einen solchen Shutdown. Die dritte Forderung ist der Ausbau der sozialen Gesundheitsinfrastruktur. Das heißt, gegen die Geschließung von Krankenhäusern, die zur Verfügung stellen von Masken, Medizingerät, dergleichen. Die vierte Forderung: Impfstoffe sind globales Gemeingut. Also die Impfstoffe, die es gibt, eben tatsächlich global zugänglich zu machen und die Patente aufzuheben. Und als fünftes eine solidarische Finanzierung für diese Forderung wird auch gefordert. Konkret verlangen sie die Einführung einer europaweiten Covid-Solidaritätsabgabe auf hohe Vermögen, Unternehmensgewinne, Finanztransaktionen und die höchsten Einkommen. Soweit so kurz zu dem Zero-Covid-Aufruf. Es ist relativ zur gleichen Zeit auch ein anderer Aufruf erschienen unter dem Titel No-Covid. Da gab es auch jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder ein bisschen Verwirrung mitunter und aufklärende Artikel, die beiden auseinandergehalten haben. Auch No-Covid strebt das Ziel an, quasi eine offensivere Eindämmungsstrategie gegen das Coronavirus
zu machen. Und sieht dafür auch vor, durchaus in den Bereich der Betriebe reinzugehen. Allerdings hat es nicht den sozialen Fokus. Ich würde sagen, kurz und knapp könnte man zusammenfassen, es steht nicht auf dem Standpunkt der Arbeiterklasse, dieser No-Covid-Aufruf, sondern steht quasi geht von der Perspektive des Kapitals aus, um eine alternative Pandemiebekämpfung vorzuschlagen. Zero-Covid hingegen formuliert sehr eindeutig aus Perspektive der Werktätigen die sozialen Interessen. Soweit so kurz. Ich würde euch direkt gerne das Wort geben. Was haltet ihr davon? Sind es aus eurer Sicht richtige Forderungen, wenn ihr das auf eure konkrete Arbeitssituation anwendet? Genau, vielleicht kannst du, Tobi, mal einen Einstieg machen. Ja, voll gern. Also ich finde die Forderungen auf jeden Fall erstmal alle sehr, sehr gut. Eine wichtige Ergänzung, was vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu No-Covid ist, ist in einer Pressemitteilung am 19.01. von Zero-Covid nochmal rausgegeben worden. Da hat Christina Zararias, die ist Krankenpflegerin und halt auch aktiv bei Zero-Covid, nochmal gesagt, dass es bei der Pause eindeutig auch eine Pause gehen soll, die Unternehmen betrifft. Und zwar, dass die Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich freigestellt werden sollen. Das ist was ich von No-Covid oder auch von anderen, also auch von den Gewerkschaften und so bisher einfach noch gar nicht gehört habe. Und ich glaube aber, dass die Forderung eigentlich sehr zentral ist. Witzigerweise haben wir bei uns im Betrieb schon ganz am Anfang der Pandemie, also im letzten Jahr, Ende März, Anfang April, genau das diskutiert und konnten uns dann auch im Betriebsrat darauf einigen, das zu fordern. Also eine bezahlte Freistellung der Kollegen und Kolleginnen für 4 Wochen haben wir letztendlich nicht durchsetzen können. Aber ich glaube, die Stoßrichtung ist total richtig. Und das war sie halt auch schon vor einem knappen Jahr. Leider hat sich halt bis dahin in den Betrieben nicht wirklich was zum Positiven geändert, meinem Empfinden nach. Wir haben es damals hingekriegt, irgendwie eine 2-wöchige Schließwoche durchzusetzen, allerdings im Grunde auf Kosten der Belegschaft. Also es gab da noch mal ein bisschen eine Öffnung vom Tarifvertrag, so dass 8 Tage mehr Urlaub möglich waren. Aber dennoch musste halt Urlaub genommen werden in der Zeit. Die Zeit hat auch der Konzern ganz gut genutzt und hat in den 2 Wochen es geschafft, dass der Lobbyverband auf italienische Zulieferer, die damals geschlossen hatten, Druck ausgeübt hat, unser Unternehmen als systemrelevant eingestuft worden ist und deswegen die Zulieferer wieder liefern mussten und halt eben im April, als halt wirklich Corona in Italien gerade gewütet hat, wieder öffnen mussten. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir eigentlich seit Mitte April eine Vollauslastung haben, also sogar zusätzliche Anträge auf Samstagsarbeit reinbekommen haben, zusätzliche Anträge auf Mehrarbeit, längere Schichtzeiten gerade vereinbart werden sollen und so, also eher mehr Arbeit und mehr Leute im Betrieb sind und auch eine längere Zeit im Betrieb sind. Insofern begrüße ich die Forderungen und die Stoßrichtung von dem Aufruf gerade absolut. Vielleicht kannst du auch noch was sagen zur Infektionslage bei dir im Betrieb? Also Ja, das kann ich auch machen. Also es ist total schwierig, ne? Also weil die Infektionszahlen halt einfach aus Betrieben nicht veröffentlicht werden. Man kriegt Einblicke, also dadurch, dass ich auch gewerkschaftlich aktiv bin und halt im Austausch stehe mit verschiedenen Betriebsräten in der Region, kriegt man Einblicke, weil die Betriebsräte halt eine Übersicht darüber haben, wer wegen einem positiven Fall zu Hause ist. Und das ist erschreckend, also weil da wirklich die Infektionszahl gerade in den größeren Betrieben hier in der Region teilweise bei 500, also im höchsten Fall bei 1500 lagen. Und das ist schon krass. Also weil ich habe das Gefühl, dass das sehr wenig in den Medien thematisiert wird und da halt auch eigentlich immer so die privaten Zusammenkünfte als die größten Infektionsherde angesehen werden und die Betriebe komplett aus dem Fokus geraten, aber da einfach gar keine Kontrollen und gar keine Erfassung stattfindet. Ich sehe es jeden Tag irgendwie in den Großraumbüros oder auch in den Werkshallen, in den Pausenräumen. Die Maßnahmen, die da angeordnet werden, die sind nicht schlecht. Also es gibt eine Maskenpflicht, es soll Abstand gehalten werden, es gibt im Idealfall auch versetzte Pausen und so ein Kram, aber das kann gar nicht vernünftig eingehalten werden. Also die Pausenräume sind zum Beispiel gar nicht darauf ausgelegt. Es gab jetzt im Januar eine neue Verordnung, die gerade umgesetzt werden soll, dass halt nur noch ein Mitarbeiter auf 10 Quadratmeter arbeitet oder auch Pause macht oder in Sitzungsräumen ist. Die Sitzungsräume, Pausenräume und auch die Arbeitsplätze sind darauf gar nicht ausgelegt. Also es würde gar nicht funktionieren. Und deswegen wird es dann auch nur halbherzig umgesetzt oder gar nicht umgesetzt. Ja. Vielleicht kannst du, Romy, direkt auch mal ergänzen und erzählen, wie das bei dir in der Schule aussieht, was du da mitbekommst.
Ja, das kann ich sehr gern machen. Danke für deinen Einblick, Tobi. Das ist, sind tatsächlich Informationen, an die man sehr schwer rankommt. Und vielleicht gleich mal eine Anekdote aus dem Schulleben sozusagen. Ich arbeite in Berlin an einem Gymnasium. Da gab es einen Fall im Kollegium. Da wurde eine Klasse in Quarantäne geschickt aufgrund positiv getesteter Schüler. Der Klassenlehrer, der dazugehörte, wurde allerdings nicht in Quarantäne geschickt. Wurde dann wenige Tage später positiv getestet. Und das Gesundheitsamt, weil so vehement zu diesem Zeitpunkt daran festgehalten wurde, den Regelbetrieb in den Schulen aufrechtzuerhalten, hat so ein bisschen reagiert wie, also in der Schule können sie sich nicht angesteckt haben. Sie hatten doch eine Maske auf und die Fenster waren offen. Insofern ist das auch so ein bisschen, also das ist so ein bisschen die Stelle, an der sich zeigt, woher denn die ganzen Ansteckungen aus dem privaten Bereich kommen. Denn dass wir uns im Betrieb angesteckt haben können, wird uns einfach abgesprochen. Wahrscheinlich nicht nur diesem Einfall. Ich begrüße die Forderungen, die der Zero-Covid-Aufruf stellt, sehr. Habe bei der ersten Lektüre und auch als ich die Debatte verfolgt habe, doch aber gemerkt, dass die Schule nochmal ein spezieller Fall ist. Ich finde die Schließung der Schulen eine absolut zentrale Forderung. Allerdings, und das lässt auch der Aufruf ein bisschen offen, ist die Frage, was das heißt. Weil hier lese ich das als, die Schule soll als Betrieb der Schüler geschlossen werden, nicht aber als Betrieb der Lehrer. Denn Distanzunterricht oder solche Sachen sind durchaus Dinge, die dort eine Rolle spielen. Und das ist auch was, wo ich sagen würde, das ist in Ordnung. Es kommt nur an, unter welchen Voraussetzungen man das macht. Es gab eine nicht repräsentative Studie von der AOK im Dezember, dass gerade Leute im Erziehungs- und Pflegebereich am häufigsten betroffen sind von Covid-Infektionen. Und das bei einer gleichzeitig super chaotischen Testsituation für Lehrer und Erzieher und nach wie vor fehlenden Lüftungen, FFP2-Masken und so weiter. Und diese Distanzversorgung, die sozusagen bei einer Schließung der Schulen für die Schüler geleistet werden müsste, auch da müsste noch mal formuliert werden, was das bedeuten soll. Zentral ist jedoch, dass mindestens die Betriebe für die Eltern geschlossen werden müssen, um eben auch der häuslichen Doppelbelastung im Homeoffice Abhilfe zu schaffen, die die Eltern gerade erleben, wenn sie einerseits ihre Kinder beim Lernen begleiten und unterstützen müssen und auf der anderen Seite selbst Vollzeit im Homeoffice am Computer sitzen. Und das sind Sachen, wo man meinen könnte, die Corona-Pandemie gibt es erst seit Januar 2021 und nicht seit Januar 2020. Es fehlen nach wie vor digitale Endgeräte für die Schülerinnen. Es fehlen nach wie vor ruhige Arbeitsplätze für Schülerinnen, die das zu Hause nicht vorfinden. Also es müsste zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit, in den Schulen WLAN einzurichten und Schüler in einzelnen Klassenräumen, im Homeoffice arbeiten zu lassen, um sie eben nicht abzuhängen. Es wird mit vollen Stundentafeln unterrichtet, obwohl man in dieser Pandemiezeit jetzt sagen müsste, lasst uns die Haupt- und Prüfungsfächer unterrichten und in allen anderen Bereichen die Rahmenlehrpläne zurückstufen, um eine Entlastung zu schaffen. Lasst uns Lehrkräfte, die keine Haupt- und Prüfungsfächer unterrichten, eher Schulsozialarbeit und Sorgearbeit für die Schüler leisten, um eben das Abgehängtwerden zu vermeiden. Lasst uns für ein Durchschnittsabitur oder Prüfungsabschlüsse kämpfen, wo sich die Schüler aussuchen können, was ihnen zum Besseren gereicht unter diesen Bedingungen. Aber ganz zentral ist, dass sowohl Lehrerinnen und Lehrer, die selbst ihr Kind im Homeoffice, also im Homeschooling betreuen müssen, massiv entlastet werden müssen und eben die Eltern der Kinder, die gerade zu Hause sitzen, um eben diese Diskussion, die sich immer wieder aufmacht, wir müssen die Schulen aus sozialen Gründen offen halten, dem auch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, denn das ist was, wie soll ich sagen, das ist was niemandem zum Positiven gereicht, wenn sich die Pandemie weiter ausbreitet auf einem ähnlich hohen Niveau, es Tote und schwere Krankheitsverläufe gibt und die Spätfolgen sowohl für Schüler als auch für Eltern als auch für Lehrer völlig unklar sind.
Ich würde ganz gerne auch direkt bei dem Punkt eigentlich mal bleiben, weil da sind wir schon bei einem der zentralen Einwände, sag ich mal, die aus einer, naja, ich sag immer, linken Perspektive, das steht so ein bisschen in Anführungsstrichen, auch das wäre irgendwann vielleicht nochmal genauer zu diskutieren, was das eigentlich heißt, aber zumindest, was da eingewendet wird, dass nämlich eigentlich die die sozialen Folgen, die jetzt auch schon der Lockdown Light oder jetzt auch der etwas schärfere Lockdown mit sich bringt, dass die eigentlich in dem Zero-Covid-Aufruf keine Rolle spielen würden und eigentlich damit die Lage insbesondere der prekären Schichten der Arbeiterklasse nicht berücksichtigt würden. Also dass die Situation in beengtem Wohnraum und eben die Doppelbelastung von Homeoffice, Kinderbetreuung, Kleinkinderbetreuung und so weiter, dass das alles sehr, sehr schlimm ist einerseits und tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, was da die Konsequenzen sind. Und das einfach von dem Aufruf letztlich nicht beachtet würde und so ein Shutdown eben eigentlich die Situation umso mehr verschärfen würde. Habt ihr dazu, ich meine, du hast es jetzt gerade schon gesagt, in dem Sinne, dass man einfach noch, dass der, ich sag mal, dass der Aufruf verstanden werden könnte als ein Ausgangspunkt, so hätte ich es jetzt mal interpretiert, ja, und aber beispielsweise für den Bereich Schule noch allerlei Konkretisierung auch bräuchte, wie das eigentlich funktionieren kann. Einen anderen Teil hatte Tobias auch vorhin schon gesagt, dass es eben die Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich freigestellt werden müssen, um nämlich eben diese doppelte Situation aus Homeoffice und Kinderbetreuung eben nicht zu haben. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was ihr denkt zu dem Einwand. Ja, gerne. Also auf der einen Seite, also ich glaube, wir müssen den Einwand auf jeden Fall schon erstmal ernst nehmen. Also natürlich geht es gerade prekär Beschäftigten, Arbeitslosen, Leute, die halt auf sehr beengten Wohnraum zusammenleben müssen, besonders schlecht. Also das würde ich gar nicht in Abrede stellen und habe aber auch den Aufruf überhaupt gar nicht so verstanden, dass er das in Abrede stellt. Es gibt zum Beispiel auch gerade eine Studie aus Großbritannien, die auch genau das sagt. Also dass prekär Beschäftigte und Menschen mit geringer Qualifizierung, also FließbadarbeiterInnen, NäherInnen, Menschen in der Industrie, Pflegekräfte, Taxifahrer und so weiter, also dass die besonders hart betroffen sind, gerade von Corona. Das ist ja richtig, aber ich habe den Aufruf genauso verstanden, dass man halt jetzt einen harten Lockdown macht für ein paar Wochen und danach langsam wieder zu einer Normalität zurückkehren kann. Und also ich weiß nicht, also ich glaube, man macht sich da ein bisschen was vor. Also weil genau den Teilen der Arbeiterklasse geht's halt jetzt schon seit 10 Monaten richtig, richtig dreckig und sie werden auf sich alleine gestellt. Also ich kenne da einige Geschichten irgendwie, dass Frauen, also junge Mütter, die halt im Homeoffice sind, nebenbei sich noch um ihre Kinder kümmern müssen und dann ein Gespräch mit ihrer Führungskraft über ihre Arbeitsleistung führen müssen und währenddessen ein Baby wickeln müssen und so. Also das ist alles übel, aber das ist jetzt schon 10 Monate lang übel. Und gerade deswegen ist, glaube ich, die Forderung nach einem Lockdown mit einer Schließung der nicht systemrelevanten oder überlebensnotwendigen Betriebe mit vollem Lohnausgleich genau richtig. Also weil die Leute dann halt wirklich Zeit hätten, sich um ihre Pflegefälle zu Hause, um ihre Kinder, um Probleme zu kümmern. Deswegen kann ich den Vorwurf nur sehr bedingt irgendwie nachvollziehen. Während ich also die Perspektive auf genau die Teile der Arbeiterklasse genau richtig finde. Ja. Und vielleicht daran anschließend, wenn man sich überlegt, also prekäre Wohn- und Lebenssituation kann sehr viel bedeuten, von Armut bis hin tatsächlich zu Gewalt wird da, also ist natürlich der Begriff sehr weit. Und natürlich braucht es auch in einem harten Lockdown mindestens eine Art, würde ich sagen, digitale Angebote für Sorgearbeit, Kindernotdienste und so weiter. Man muss sich aber auch überlegen, dass die Öffnung der Schulen eben für, oder das Offenhalten von Schulen für eben genau solche Familiensituationen, für Familien, die in Armut leben, genauso bedeuten kann, ein Kind bringt eine Corona-Infektion aus der Schule mit nach Hause, die Eltern infizieren sich und das bedeutet einfach mal 14 Tage Verdienstausfall. Und da haben mich sogar Schüler adressiert, die gesagt haben, also dieser Teil der sozialen Gründe, die Schulen offen zu halten,
Das wird irgendwie gar nicht diskutiert. Und in unserer Familie ist das ein ganz massiver Grund zu sagen, wir vermeiden jeden Kontakt, weil sonst können unsere Eltern, wenn wir in Quarantäne kommen oder die sich infizieren, womöglich sogar noch länger als 2 Wochen nicht arbeiten und die sind nicht in einem Normalarbeitsverhältnis und da ist die Krankheit nicht mit abgedeckt. Und das heißt ja letztlich eigentlich auch, würde ich sagen, die sozialen Probleme, die gibt es ja jetzt genauso auch. Ne? Also die sind ja nicht nur bei einem harten Shutdown in Anführungsstrichen da, sondern die Probleme sind seit März da. Und die Forderungen sind seit März da. Und die potenzieren sich ja. Und das ist einfach ein Schrecken ohne Ende, ne? Ja, absolut. Also und gerade durch die Länge, also durch jetzt wirklich schon seit 10 Monaten teilweise in Isolation leben oder mit Problemen leben oder in Arbeitslosigkeit leben oder nur mit dem Kurzarbeitergeld, was ja auch nur irgendwie 67%, also es stockt sich dann nach und nach auf, aber trotzdem nur ein Teil des Lohns ist, also damit leben auf Dauer, das ist ja das Problem. Und ich sehe überhaupt nicht mit der aktuellen Strategie, die gerade gefahren wird, dass das in den nächsten Wochen oder Monaten anders wird. Also wir werden das noch über Monate oder vielleicht sogar Jahre mit uns rumtragen. Und das trifft, glaube ich, die Teile der Arbeiterklasse, von denen wir reden, besonders hart. Ich habe auch gerade nochmal in dem Aufruf nachgeguckt von Zero Covid und das ist ja der zweite Punkt, niemand darf zurückgelassen werden, wo es genau darum geht. Also wo es genau darum geht, dass Sammelunterkünfte irgendwie entlastet werden sollen, dass Menschen, die besonderen Betreuungsaufwand brauchen oder Sorgearbeit leisten, dass die unterstützt werden sollen, dass gemeinschaftliche Einrichtungen dafür eingerichtet werden müssen, dass notfalls auch Kinder weiter unterrichtet werden müssen, aber eben in Kleingruppen und das Ganze entzerrt. Also der Aufruf thematisiert das schon. Ja. Dann lass uns vielleicht mal gleich weitergehen. Ein weiterer Einwand, der ist auch nicht neu. Das ist eigentlich eine Diskussion, die uns auch seit März begleitet, die so ein bisschen in die Richtung geht, der Shutdown, der von der Kampagne gefordert wird, führe in den autoritären Polizeistaat. Also auch das wird von verschiedenen Seiten eingewandt, dass das eigentlich nichts mit einer linken Position zu tun hätte, weil es eben der Shutdown ja, wesentlich totalitäre Implikationen hätte. Ein Thema, was wir an verschiedensten Stellen auch schon ausführlicher behandelt haben. Also wir haben auch da im April schon einen Artikel zu veröffentlicht und auch immer weiter. Und jetzt vor kurzem erst der letzte Podcast unter dem Titel Corona-Diktatur hat sich sehr ausführlich damit beschäftigt. Es gab noch einen Artikel auf unserer Seite von Philipp Kissel, der sich auch mit verschiedenen Positionen dazu nochmal ausführlicher auseinandergesetzt hat. Und trotzdem kommt er jetzt an dieser Stelle auch nochmal auf. Und ich würde auch dazu ganz gerne nochmal mit euch ein bisschen drüber reden. Was denkt ihr dazu? In dem letzten Podcast der K.O. hat ein Genosse, fand ich sehr treffend, gesagt, das Autoritäre ist, dass wir arbeiten gehen müssen. Und dem muss ich absolut zustimmen. Also in meinem Fall im öffentlichen Dienst ist das nicht mal ein Widerstreit zwischen Institutionen, sondern mir sagt der Staat einerseits, bleib zu Hause und geh zur Arbeit, meide alle sozialen Kontakte, aber geh in eine Schule mit 1000 Schülern und 100 Kollegen, wo es eine Stoffmaske und kein Lüftungssystem gibt. Das geht ja so weit, dass es heißt, mach keinen Sport wegen der Aerosole mit Leuten zusammen, aber wenn es im Klassenraum zu kalt wird, dann macht alle Kniebeugen. Und ich würde schon zustimmen, dass wir gerade härtere und repressivere Eingriffe in unser Privatleben erleben, als wir das vor Corona hatten. Und ich würde auch sagen, dass es eventuell nach der Pandemie eine Situation geben wird, in der wir für die Rücknahme mancher Einschränkungen und gegen ihre Ausnutzung quasi kämpfen müssen. Aber das tatsächlich Autoritäre momentan ist, dass uns umfassender Schutz einfach vehement verwehrt wird. Also klar, wir können uns selbst schützen und Verantwortung dafür übernehmen, aber wir dürfen das gar nicht. Das ist irgendwie die Situation, die ich gerade in der Schule erlebe und wie gesagt, widersprüchlich im höchsten Maße, weil mir letztendlich von der Berliner Landespolitik einerseits all die Einschränkungen im Privaten, die ich durchaus richtig finde, auferlegt werden, mir aber in weiten Teilen, also den ganzen Herbst über, verwehrt wurde, mich am Arbeitsplatz richtig schützen zu können. Also bis hin zu, wir haben im Oktober solche OP-Masken, wo draufsteht, nicht für den medizinischen Bereich geeignet, also doch keine OP-Masken vom Arbeitgeber bekommen und das war's. Ja, ich
würde mich dem, also was Romy gerade gesagt hat, voll anschließen. Vielleicht noch um ein Beispiel ergänzen. Also was für Ausmaße das teilweise wirklich annimmt. Also ich hatte neulich eine weinende Kollegin bei mir im Büro sitzen, weil eine ihrer Verwandten ist an Corona gestorben. Und die Verwandte hatte sich aber bis dahin um ihre Mutter gekümmert, die pflegebedürftig ist. Jetzt muss sie sich um die Mutter kümmern. Und gleichzeitig aber in Schicht arbeiten und das halt auch noch mit Überstunden. Und es gab keine Bereitschaft bisher, das zu ändern und das irgendwie anzupassen. Also es gibt halt ein Direktionsrecht von der Kapitalseite und sie zwingen sie dazu, so zu arbeiten, wie es zur besten Kapitalverwertung beiträgt und überhaupt nicht dazu, dass sie sich halt irgendwie um ihre pflegebedürftigen Angehörigen oder sowas kümmern kann, trotz einem Corona-Todesfall. Also und ich finde, also das ist autoritär. Und das ist aber das System, was wir die ganze Zeit haben. Also das ist der Kapitalismus. Und ich sehe da die neue Qualität, die da gezeichnet wird, einfach nicht. Das sind, also und das erinnert mich auch teilweise an das, was die Corona-Leugner machen. Also dann halt irgendwie die jetzigen Verhältnisse mit dem deutschen Faschismus gleichzusetzen oder zu sagen, dass wir uns darauf zusteuern. Also das finde ich ist zum einen eine Verharmlosung des deutschen Faschismus und verkennt auch die Verhältnisse, in denen wir uns gerade befinden. Also es gibt gerade mehr Einschränkungen, ja, das stimmt. Aber meiner Meinung nach an den komplett falschen Stellen und da, wo sie wirklich zwingend notwendig wären, viel zu wenig. Also ich würde mir wünschen, dass die Maßnahmen, die den Unternehmen auferlegt werden, kontrolliert werden. Die werden nicht kontrolliert. Also das sind dann Betriebsräte, Vertrauensleute, Mitarbeiter, die darauf achten, dass was umgesetzt wird, aber eben nicht der Polizeistaat, der dafür irgendwas sorgt. Und generell, also es gibt ja auch gerade einige Neuerungen in den Polizeigesetzen, das hat aber auch, also es hat ja nichts mit Corona zu tun. Also das hat 2018, 19 angefangen. Und dagegen ist es auch nach wie vor richtig zu kämpfen. Also in NRW weiß ich zum Beispiel, dass da ja gerade die Polizeigesetze auch wieder überarbeitet werden und auch das Demonstrationsrecht. Das muss bekämpft werden. Dagegen müssen wir genauso auf die Straße gehen und genauso gegen kämpfen. Das ist aber auch so ein bisschen, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt, bei dem wir auch bei dem letzten Podcast gekommen sind. Man muss einfach erstmal klipp und klar sagen, wir haben Pandemie, Leute. Es ist einfach, also wir müssen, wenn wir ernsthaft die Verbreitung der Krankheit bekämpfen wollen, müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und genau das ist es eigentlich, finde ich, wie du sagst, man muss es unterscheiden dann. Was sind die Maßnahmen, die für die Pandemie richtig sind und was sind die eigentlich die Unterdrückung der Werktätigen hier engmaschiger spannen oder wie auch immer. Und das geht es geht ja im Prinzip auch nicht darum, dass uns die Arbeit verboten wird, sondern es geht darum, dass wir dafür kämpfen müssen, dass dem Kapital verboten wird, uns antreten zu lassen. Das ist schon auch ein Unterschied, was sozusagen der repressive Eingriff auf unser Leben ist, weil der findet ja bisher gar nicht statt. Und es wird so ein bisschen so getan, als wären die Maßnahmen, die es gerade gibt, als wären das irgendwie demokratisch abgestimmte oder sowas. Das stimmt ja einfach nicht. Also ich meine, das finde ich schon auch an der Stelle dann vielleicht schon einen relevanten Punkt, dass es natürlich, wenn wir für einen Shutdown kämpfen, dann ist eine entscheidende Seite davon auf jeden Fall, dass wir das mit unseren Kolleginnen und Kollegen, irgendwie Nachbarn und so weiter, auch tatsächlich diskutieren und das auch eine Maßnahme ist, die auch von möglichst breiten Teilen der Bevölkerung getragen wird, weil das wird natürlich wesentlich dazu beitragen, dass das auch gut funktioniert. In dem Sinne ist quasi die Richtung, dass es einen demokratischen Prozess auch braucht, sage ich mal, so einen Shutdown zu fordern, zu erkämpfen und durchzusetzen, unbedingt richtig. Das hatte Tobi ja gerade auch schon angesprochen, dass das dann Sachen sind, die der Betriebsrat dann auch, wo der Mitspracherecht oder das entscheiden muss, können muss, wie im Betrieb damit umgegangen wird und so weiter. Also das schon auf jeden Fall, aber es braucht eben Maßnahmen auf jeden Fall. Das ist es ist eine Pandemie und es sterben einfach, und das ist auch wirklich, das finde ich das Absurde. Also ich meine, deswegen hat wahrscheinlich auch der Aufruf Zero Covid jetzt auch nochmal so eine besondere Aktualität, ja. Also das Infektionsgeschehen in Deutschland, das ist krass einfach. Also es ist, wenn hier tagtäglich 1000 Leute sterben und jetzt die Zahlen sinken nicht, sie steigen langsamer, ja, aber selbst dann ist ist das einfach nicht einfach so hinnehmbar, dass das passiert. Nee, absolut nicht. Und die Strategie, die von Anfang an gefahren worden ist, also die Strategie irgendwie von der Herdenimmunität, von der langsamen Durchseuchung,
war von Anfang an eine Strategie, die im Profitinteresse gestanden hat und halt eben nicht Menschenleben an erste Stelle gestellt hat. Also es ist auch nicht sonderlich verwunderlich im Kapitalismus, dass das so ist, aber das muss man, glaube ich, schon klar machen. Also dass die Strategie, die jetzt gerade gefahren wird, die ist uns autoritär übergestülpt worden und nicht andersrum. Und das, was Ciro Kovic sagt, also ein Bruch genau mit dieser Strategie und halt eben zu sagen, nee, die Profitinteressen stehen jetzt nicht mehr an erster Stelle, sondern Menschenleben und dafür sind wir auch bereit, Betriebe lahmzulegen und die Leute bezahlt, also voll bezahlt nach Hause zu schicken und damit halt auch einzugreifen in die Eigentumsverhältnisse in kleinem Maße, also wenigstens eine kleine Umverteilung stattfinden zu lassen. Das ist, glaube ich, also das ist im Sinne der Arbeiterklasse und das ist, also wenn wir das schaffen zu erkämpfen oder überhaupt, dass das erstmal aufgestellt wird, darüber diskutiert wird und halt auch in den Betrieben an der Basis, in den gewerkschaftlichen Basisstrukturen, an den Schulen darüber diskutiert wird und dafür gekämpft wird, dann finde ich, ist das ein sehr demokratischer Prozess, der begrüßenswert ist. Genau, wir kommen. Total. Achso, sorry, und, ja, Romy. Oh, sorry. Nee, mach mal. ich bin auch, also ich meine, es gab auch dann also ein bisschen die Position, man würde der Regierungspolitik den Rücken stärken damit. Da dachte ich die ganze Zeit, als würden die jetzt seit einem Jahr da sitzen und warten, dass so eine Petition und so eine Kampagne kommt und die Debatte darüber darum entfacht wird, damit endlich die Wirtschaft runtergefahren werden dürfte. Also das fand ich ein bisschen seltsam, das so zu formulieren. Und gleichzeitig ist meine Vorstellung und jetzt auch meine Erfahrung im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen schon die, dass man gleichzeitig diskutieren muss, an wen richten wir da unsere Forderungen und was bedeutet das unter Umständen, so ein Shutdown? Und so ein Shutdown kann unter Umständen bedeuten, dass, wenn dann diese Pandemie überstanden ist, es massive Angriffe geben wird auf die Rechte der Lohnabhängigen. Also ich denke, so um quasi Verluste zu kompensieren, Dinge wie Einführung des 12-Stunden-Tags oder was weiß ich. Und das ist schon auch was, worauf man sich auch jetzt schon gefasst machen muss, dass, aber egal ob mit oder ohne Shutdown, das wird etwas sein, was uns nach der Krise oder gegen Ende dieser Krise erwarten wird. Und das sind auch Dinge, die wir natürlich jetzt schon in den Kollegien und Gewerkschaften diskutieren müssen, was aber dadurch nicht diese Forderung entwertet. Ja, das ist ja auch, also ich finde den Punkt, den du gemacht hast, nochmal wichtig. Es gibt, also eigentlich haben sich die Vertreter aus, die Kapitalvertreter sehr eindeutig und klar gegen diesen Zero-Covid-Aufruf gestellt und sehr klar gemacht, dass das nicht zu haben ist mit ihnen. Und gleichzeitig gibt es mit diesem No-Covid-Aufruf, den wir ganz am Anfang erwähnt haben, glaube ich, schon eine Seite, die quasi aus einer Kapitalperspektive eigentlich sagt, okay, wir sind der Meinung, auch aus der Sicht der Profite ist es eigentlich wäre es richtig, kurz einen intensiven Shutdown zu machen, der dann auch eben, und das ist dann genau der Punkt, den du gemacht hast, würde ich sagen, auf Kosten der Werktätigen geht. Und das heißt, das ist wirklich, das ist eigentlich das Entscheidende, ja, dass wir konsequent auf die Interessen der, der Werktätigen im Blick haben. Also das, genau, das muss uns leiten, quasi, egal bei welcher Art von Lockdown, Shutdown, wie auch immer. Lass uns mal noch weitergehen. Es gibt noch allerlei weiteres. Ein Punkt, der eingewandt wird, ist, dass die sogenannte stoffliche Seite der Produktion nicht beachtet würde. Ein Shutdown der Wirtschaft also eigentlich gar nicht möglich sei, weil eben natürlich produziert werden muss, um alltägliche Reproduktion unserer Leben überhaupt erst zu ermöglichen. Wir brauchen nun mal Nahrungsmittel, Toilettenpapier, Strom, Wasser, was auch immer, um überhaupt zu überleben. Genau. Was haltet ihr von diesem Einwand? Ja, also, wenn die Zero-Covid-Kampagne fordern würde, dass wirklich einfach jede Produktionsstätte, jedes Krankenhaus und so weiter und so fort dicht gemacht werden würde, dann wäre der Einwand richtig. Aber das wird ja gar nicht gefordert, sondern es geht halt wirklich darum, eigentlich nochmal eine Diskussion darum zu eröffnen, was sind denn eigentlich die überlebensnotwendigen Betriebe? Also was muss denn eigentlich alles offen bleiben? Und alles, was nicht, also wo man sagt, das muss nicht offen bleiben, das soll geschlossen werden. Und das ist ja nicht passiert. Also es gab in Deutschland ja nichts. Also die Automobilindustrie lief die ganze Zeit weiter. Und also
wenn es mal zu Schließung kam oder also Leute in Kurzarbeit geschickt wurden, sind dann ausschließlich, weil man Lieferschwierigkeiten hatte, weil die Absatzmärkte weggebrochen sind oder sonst irgendwas, aber überhaupt nicht wegen Corona. Also das ist was ich aus meinem eigenen Betrieb bestätigen kann, aber auch aus den Betrieben aus der Region oder also das, was ich auch bundesweit von der IG Metall-Seite mitbekomme. Und genau darum geht's. Also es muss halt gerade kein Auto produziert werden, dass weiterhin Klopapier produziert werden muss und dass natürlich auch weiterhin Leute sich in den Krankenhäusern um die Leute kümmern müssen und dass weiterhin Lebensmittel hergestellt werden müssen. Das steht, glaube ich, gar nicht zur Debatte. Also, das würde mich wirklich interessieren. Also, wo Sie das rausgelesen haben, so lese ich den Aufruf nicht. Ich lese den Aufruf auch überhaupt nicht so. Und ergänzend vielleicht noch, wenn denn die nicht lebensnotwendige Produktion tatsächlich runtergefahren ist und die Leute freigestellt und voll bezahlt zu Hause sitzen, dann ist in diesen Betrieben tatsächlich auch viel mehr Gesundheitsschutz möglich, weil tatsächlich die Lage dann in den Betrieben auch übersichtlicher wird für die Lohnabhängigen, die sich damit auch solidarisieren können und eben auch Forderungen nach einer Impfpriorität zum Beispiel für Leute, die in diesen Berufen arbeiten und weiter in der Produktion sind, nach echtem Gesundheitsschutz. Die Verfolgbarkeit der Infektionszahlen in den Betrieben ist dann überhaupt erst wieder möglich. Das ist ja gerade auch tatsächlich eine Sache der Unmöglichkeit, weil wir einen völligen Kontrollverlust erleben gegenüber dieser Pandemie. Das heißt, die Produktion, die dann noch stattfinden muss oder die Bereiche, in denen noch gearbeitet werden muss, sind dann auch berechenbar zu kontrollieren und eben die Pandemie zu kontrollieren. Ich habe genau dazu vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also es ist ja auch nicht so, als hätte es die Strategie nirgendwo auf der Welt gegeben. Also es gibt ja Länder, die genau diese Strategie gefahren sind. Ich war selber irgendwie länger in Kuba. Kuba ist sozialistisch, deswegen ist es auf jeden Fall nochmal anders. Aber trotzdem finde ich es richtig zu gucken, wie reagiert eigentlich ein sozialistischer Staat auf die Pandemie. Und die haben genau das gemacht. Also die haben die Produktion komplett runtergefahren und haben wirklich irgendwie nur noch Hygienemittel, Lebensmittel und so weiter hergestellt und auch vertrieben. Und haben dann halt die ganzen kleinen Läden, die sonst was verkaufen haben, dazu gezwungen, nur noch Hygienemittel und Lebensmittel zu verkaufen. Und dadurch ist es halt total entschlackt worden und halt, also Infektionsgeschehen in den Einkaufsläden zum Beispiel ist dadurch sehr stark reduziert worden. Also das ist auf jeden Fall möglich und natürlich in der Planwirtschaft wesentlich leichter und besser durchzusetzen als in einem Kapitalismus, wo du halt irgendwie eine Anarchie der Produktion hast, aber dennoch bleibt die Forderung total richtig. Und es haben ja auch kapitalistische Länder wie Australien oder auch Russland oder auch China gezeigt, dass durch Schließung von Produktionsstätten das Infektionsgeschehen besser in den Griff zu bekommen ist, als das, was in Deutschland zum Beispiel passiert ist. Und all diese Widersprüche, auf die wir gerade stoßen in Bezug auf ausgelastete und nicht ausreichende Testkapazitäten oder vermeintlich nicht ausreichende Testkapazitäten und so weiter, all das wäre damit auch ein wesentlich geringeres Problem und ein wesentlich handhabbareres Problem. Ne? Das ist ja auch die Idee von dem Aufruf, ne? Also dass quasi gesagt wird, okay, wenn dann wieder Infektionen auftreten, dann sehr gezielt und sehr offensiv müssen die erkannt und bekämpft werden. Also weil nicht davon auszugehen ist, quasi das unbedingt immer eine so niedrige Infektion zu halten ist, sondern so damit vorzugehen. Und das wäre ja de facto eigentlich auch eine Möglichkeit gewesen im Sommer. Ne? Also da gab es relativ niedrigere Infektionszahlen. Wenn man das gemacht hätte, dann die einzelnen Ausbrüche sehr offensiv zu bekämpfen und ausreichende Testungen und so zur Verfügung zu stellen, die Gesundheitsämter auszustatten und so weiter und so fort, wäre das durchaus möglich gewesen. Dann hätten wir die vielen Toten, die wir jetzt im Winter haben, vermeiden können. Oder einige zumindest. Ich wollte, ein Satz vielleicht noch, es ist schon eine komplizierte Diskussion, glaube ich, ne, was dann wirklich lebensnotwendige Wirtschaft ist, aber ich glaube auch, so hatte ich Tobi auch verstanden, das ist auch eine lohnenswerte Diskussion eigentlich. Absolut. Wenn das die Beschäftigten selbst mal diskutieren, okay, was machen wir hier eigentlich, wofür, für wen, dann wäre das eine gewinnbringende Auseinandersetzung. Ja.
Ich will, wir müssen noch ein bisschen weiterkommen, weil es gibt noch mehr, es gibt unzählige Einwände. Aber, ein weiterer wichtiger ist, glaube ich, dass bei Zero Covid das Zero, also das Ziel der Null Ansteckung, unrealistisch sei und wir eigentlich mit der Pandemie dauerhaft werden leben müssen. Das schließt auch so ein bisschen an die Debatte gerade. Habt ihr dazu ein paar Gedanken? Ja, klar. Also, ich glaube halt, also zu sagen, dass es also generell, zu sagen, die Kampagne ist irgendwie unrealistisch und auch das Zero-Covid ist unrealistisch, wäre meiner Meinung nach eine Kapitulation so. Also das geht gar nicht. Und ein Leben mit der Pandemie, also das finde ich, also das finde ich fast ein bisschen zynisch zu sagen, also weil es ist ein Sterben mit der Pandemie. Also wir haben jetzt schon über 2 Millionen Tote und wenn wir so weitermachen, dann werden wir noch ein paar mehr Millionen Tote haben. Also das ist ein Sterben mit der Pandemie und kein Leben mit der Pandemie. Deswegen bleibt uns, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als Werktätige, als Betroffene von dieser Pandemie dafür zu kämpfen, dass wir das Virus so schnell wie möglich auslöschen. Ob wir das wirklich schaffen werden, gerade in einem kapitalistischen Weltsystem, das habe ich ja vorhin schon mal was dazu gesagt, da bin ich mir auch unsicher. Aber generell ist es nicht unmöglich, ein Virus auszulöschen. Also es gibt Viren, die gibt es nur noch in Laboren und die sind relativ ausgelöscht worden. Also das ist also rein theoretisch möglich ist, das ist, glaube ich, schon so. Ob es im Kapitalismus möglich ist, weiß ich nicht. Da finde ich, also würde ich einen kleinen Video-Hinweis geben von MyLab, gibt es da ein ganz gutes neues Video zu. Da geht es darum, also sie vertritt die These, dass man es vielleicht schaffen kann, die Pandemie in eine Endemie wieder zu verwandeln. Das heißt, man hat es mehr oder weniger im Griff und kann es kontrollieren und es ploppt nur noch ab und an mal auf. Und dadurch kannst du dich dann aber auch um die Leute, die es also die's trifft, gut kümmern und du kannst dann halt wirklich auf Impfungen setzen und so weiter. Und ich glaube, also mindestens das muss erreicht werden. Und in der aktuellen Strategie werden wir das halt nicht demnächst erreichen. Also deswegen ist das Ziel Zero-Covid absolut richtig. Und selbst wenn wir dann nicht Zero-Covid, sondern Five-Covid erreichen, haben wir schon was gewonnen. Aber in der aktuellen Strategie werden wir halt auch Five-Covid nicht erreichen. Ja. Ja, der Hinweis zu dem Video ist, glaube ich, ganz gut. Das ist, ich habe es mir auch angesehen, ich fand es auch sehr hilfreich, um zu verstehen, was das bedeutet, wenn das Coronavirus endemisch wird quasi. Mhm. Sie macht da aber eben sehr klar auch, dass das für eine Phase gilt, in der eigentlich eine Form von Herdenimmunität durch Impfungen und dergleichen und durchgemachte Krankheiten erreicht ist. Quasi bei einer Wiederneuinfektion ist es dann ein deutlich geringeres Risiko. Aber bis dahin, denke ich auch, müssen wir alles daran setzen, sehr offensiv weitere Infektionszahlen zu vermeiden. Ja. Es ist ja auch einfach völlig zynisch zu sagen, auf der einen Seite Zero Covid ist wohl unrealistisch und deshalb müssen wir mit der Pandemie leben. Mhm. Also da passt auch einfach noch ein bisschen was dazwischen. Ja absolut. Und was ich auch, also ich habe auch so teilweise das Gefühl gehabt, ja, dass da eigentlich eine sehr grundlegende Frage noch dahinter steckt, nämlich irgendwie das Verhältnis von Reform und Revolution so. Also ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass Reformkämpfe im Kapitalismus generell abgelehnt werden von manchen Teilen, also gerade irgendwie der kommunistischen Bewegung. Und das finde ich auch sehr, sehr problematisch. Also ich glaube, das werden wir jetzt hier in diesem Podcast nicht diskutieren können. Also wollte ich trotzdem nochmal anmerken, dass das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Frage ist, die diskutiert werden muss und wo wir unbedingt Klärung brauchen. Das ist ja auch eine andere Seite wirklich. Ne? Also ich meine, mit diesem Zero hatte ich jetzt vor allem eher auf die Frage, ist es medizinisch quasi realistisch? Aber die Frage, ob es politisch realistisch ist, ist auf jeden Fall eine, die wir diskutieren müssen, finde ich auch. Also das ist halt, aber eine, die stellt sich, also erstmal würde ich sagen, die Forderungen, die weisen in die richtige Richtung. Die vertreten offensiv die Interessen der Arbeiterklasse. Und inwiefern die dann realistisch umzusetzen sind oder nicht, ist zuallererst, würde ich sagen, auch eine Frage der Kräfteverhältnisse, wie man sagt. So, ne? Also inwiefern sind wir in der Lage, dafür auch offensiv zu kämpfen? Wirklich. Da würde ich auch gleich also im letzten Abschnitt nochmal zu kommen, was das eigentlich konkret bedeutet, sich für diese Forderung eigentlich auch stark zu machen, wie das funktionieren kann. Einen letzten Einwand würde ich gerne noch vorab besprechen.
Es wird gesagt, dass ein europaweit koordinierter Shutdown unrealistisch sei, angesichts des Zustands auch der europäischen Institutionen. Und zugleich quasi wird auch gesagt, naja, wenn man es eben nicht europaweit machen würde, dann funktioniert es erst recht nicht, weil man immer wieder in Kontakt tritt, in engen Austausch mit Regionen, in denen das Virus weitaus umfassender wütet. Habt ihr dazu euch auch Gedanken gemacht vielleicht? Naja, also wenn es wieder so wäre, dass wir einfach eine Forderung an die EU stellen würden und sagen, ihr müsst das jetzt mal machen, dann wäre das absolut unrealistisch. Also dann würde ich auch sagen, ist totaler Quatsch, an die EU zu appellieren und die dazu aufzufordern, irgendwas zu tun. Genau das Gleiche gilt aber auch für die Bundesregierung. Also einfach mal eine Forderung aufstellen und sagen, die sollen es machen, das wird nicht funktionieren. Und da ist es, also da ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem, irgendein bürokratischer Apparat oder wieder die Abläufe sind und wie irgendwelche Gesetze verabschiedet werden können oder nicht, sondern da ist einfach das Problem, dass die EU genauso wie die Bundesregierung nicht in unserem Interesse arbeiten. Also die EU ist halt ein Bündnis aus imperialistischen Staaten und kein, weiß ich nicht, kein neutrales Gebilde, wo halt einfach mal auch die Interessen der Werktätigen berücksichtigt werden und durchgesetzt werden, ohne dass es gegen die EU oder gegen den deutschen Staat halt irgendwie durchgesetzt und erkämpft wird. Deswegen, also ich finde den Rahmen Europa, der in der Kampagne aufgemacht wird, den finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Also ich glaube, also es ist wichtig, dadurch, dass es eine weltweite Pandemie ist, ist es auch wichtig, dass wir irgendwie nicht nur in Deutschland versuchen, was zu erkämpfen, sondern das halt über Ländergrenzen hinweg machen. Aber trotzdem muss es gegen diese ganzen Institutionen, gegen diese ganzen imperialistischen Staaten durchgesetzt werden und nicht mit denen. Und da ist der bürokratische Apparat der EU für mich echt zweitrangig. Ja. Und es ist schon auch eine missverständliche Forderung, würde ich sagen, oder eine, die Interpretationsspielräume lässt, wenn da gefordert wird, ein solidarischer europäischer Shutdown, weil da ist die Frage, auf wessen Solidarität wird da gehofft. Eine Solidarität seitens der Europäischen Union können wir Lohnabhängigen uns absolut nicht erhoffen, aber wir können untereinander solidarisch sein. Erkämpfen müssen wir uns unseren Gesundheitsschutz in den Betrieben und Belegschaften sowieso. Und das muss möglichst nicht nur jetzt in meinem Betrieb und meiner Schule in Berlin oder in meinem Schulbezirk passieren oder in Tobis Betrieb, sondern das muss überall passieren, und zwar Europa bzw. weltweit, denn weltweit leidet die Arbeiterklasse massiv seit jetzt über einem Jahr unter diesen Lebens- und Arbeitsbedingungen, und es ist einfach keine Besserung in Sicht. Und wenn wir in diesem Sinne Solidarität verstehen, nämlich Solidarität unter den Beschäftigten, die gemeinsam für und solidarisch für den Schutz ihrer Gesundheit kämpfen, das ist ein Interpretationsspielraum, den der Aufruf auf jeden Fall offen lässt. Und das ist der, wo ich sagen würde, so müssen wir das auch verstehen. Und so müssen wir die Solidarität, die da gefordert ist, interpretieren und ausformulieren. Ja, absolut. Bin ich auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann lass uns doch mal jetzt da konkreter werden, Leute. Schön und gut. Wir können uns vielem inhaltlich anschließen und das vielleicht auch noch konkreter formulieren. Und jetzt die Frage, wie ist das zu machen? Wir haben jetzt schon viel gesagt, okay, wir müssen, es ist eine Frage von Kämpfen, und die Gewerkschaften spielen eine entscheidende Rolle. Vielleicht fangen wir mal aber im Kleinen an und nähern uns dann der Frage von den größeren Auseinandersetzungen an. Wie könnt ihr ganz konkret mit diesem Aufruf arbeiten, oder wie könnt ihr mit diesen politischen Forderungen, sage ich mal, in eurem Arbeitsumfeld oder auch sonstigen Umfeld arbeiten? Wie geht ihr da vor? Was habt ihr da für Erfolge? Was habt ihr für Schwierigkeiten, auf die ihr stoßt? Genau. Ja. Ich kann mal einen Anfang machen, wenn ihr wollt. Mhm. Ja, mach mal. Und zwar weiß ich nicht, wie sehr das bundesweit medial eine Rolle gespielt hat. Und zwar die Berliner Schulschließung sollte am 11.01. enden. Das war der Beschluss vom Dezember des Berliner Senats, der sich auf irgendeinen Bundesbeschluss gestützt hat.
Und es war aber nach auch diesen Weihnachtstagslockerungen und so weiter überhaupt keine Besserung der Infektionslage sozusagen in Berlin in Sicht. Und dennoch hat die Berliner Bildungssenatorin eine Woche vor dem 1.11., also am 6.11., bekannt gegeben, dass trotz gleichbleibend hoher Infektionszahlen die Schulöffnung ab dem 11. Januar ansteht für die Abschlussjahrgänge und schrittweise auch die Rückkehr aller anderen Jahrgänge. Und das, was dann in Berlin passiert ist, ist einerseits, dass die Schulen, die Kolleginnen in den Schulen angefangen haben, Brandbriefe noch und nöcher zu schreiben. Also an allen Ecken und Enden ploppten Sorgen und Brandbriefe auf. Und ein Berliner Vater hat eine Petition gestartet, die hieß, kein Präsenzunterricht in Berlin, solange Covid-19 nicht unter Kontrolle ist. Das wurde dann auch seitens der GEW unterstützt. Und diese Petition hatte innerhalb von wenigen Tagen um die 30.000 Unterschriften nur im Land Berlin. Inzwischen sind es 52.000. Und so weit, so gut. Also über den Inhalt der Petition sagt der Titel schon alles. Also so weit, so gut, so unkonkret, so ungefähr. Und genau an dieser Stelle, würde ich sagen, ist dieser Zero-Covid-Aufruf genau der Diskussionsimpuls, den wir jetzt in den Kollegien und Gewerkschaften brauchen, nämlich zu fragen, was heißt denn Covid-19 unter Kontrolle? Wofür müssen wir denn eigentlich kämpfen? Und da wird dann sehr konkret die einzige Möglichkeit, gerade in einer sozialen Konstellation wie in der Schule, ist, die Schulen bis zur absoluten Kontrolle dieses Virus geschlossen zu halten. Und ich habe eingangs schon mal ein paar Sachen gesagt, die im Bereich der Schule damit verbunden werden, an Forderungen, die zu diskutieren und die auch massiv einzufordern. Und sozusagen im Anschluss dann die anderen Forderungen aufbauend auf, wir brauchen null Covid, um wieder zu einem normalen Leben, zu einem Regelbetrieb in den Schulen zurückkehren zu können und so weiter, sind letztendlich konsequent. Das heißt nicht, dass ich jetzt in meiner Schule als allererstes diskutieren muss, wir brauchen einen europaweiten oder weltweiten Shutdown, sondern zuallererst müssen wir darüber ins Gespräch kommen, was bedeutet das für unsere konkrete Schulsituation, wie können wir das in Bezug auf unsere Schülerinnen und Schüler und auch auf unser Kollegium umsetzen, wie viele Leute müssen da ihre Kinder selbst im Homeschooling versorgen und so weiter. Aber die Perspektive zu zeichnen, dass unser Kampf am wertvollsten ist, wenn das in die Breite getragen wird und wenn auch in anderen Kollegien und auch in den Betrieben genau diesem Kampf sich angeschlossen wird, wir uns mit den Eltern in den Betrieben solidarisieren und dafür eintreten, dass die bezahlt von der Arbeit freigestellt werden, als diese Art Gesprächsanlass verstehe ich sozusagen die Kampagne, denn die Erwartung, dass wir da jetzt alle unsere Unterschrift runtersetzen im Internet und dann passiert irgendwas ganz Großes, die habe ich nicht. Und nach einem Jahr Corona-Chaos in den Schulen haben die Kolleginnen und Kollegen diese Erwartung natürlich auch nicht. Mhm. Ja, also die Perspektive finde ich genau richtig. Also zu sagen, wir müssen das Ganze jetzt konkret machen und vor allen Dingen müssen wir es in die Schulen und in die Betriebe und in die Wohnviertel und in die Universitäten reintragen. Und da genau den Aufruf diskutieren und dann halt sehr konkrete Forderungen daraus ableiten. Also ich glaube zum Beispiel in den Gewerkschaften gab es ja jetzt die Diskussion um Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Und da halt jetzt die Forderung damit zu verbinden, dass es halt eben nicht nur ein Kurzarbeitergeld gibt, wenn es einen wirtschaftlichen Ausfall gibt, weil Lieferengpässe passieren, sondern halt eben auch zum Gesundheitsschutz der Betrieb lahmgelegt werden kann und wir dann Kurzarbeitergeld mit einer Aufstockung auf 100% zahlen müssen. Das ist, glaube ich, das ist eine Diskussion, die kann man gerade in den Gewerkschaften führen, weil da Vorarbeit geleistet worden ist, unbewusst, und überhaupt über Kurzarbeitergeld und so weiter diskutiert worden ist. Oder auch in der Metall- und Elektroindustrie laufen gerade die Tarifauseinandersetzungen schon. Am 1. März endet da die Friedenspflicht. Und da hat der Hoffmann, also der Chef der IG Metall, ja groß mit einer 4-Tage-Woche, also mit einer Arbeitszeitsverkürzungsforderung getönt. Das Ganze ist jetzt ein bisschen abgeschwächt, was dabei gerade wirklich gefordert wird, aber insgesamt so diese Diskussion um Arbeitszeitverkürzung und 4-Tage-Woche und das halt um Produktion zu halten, darum ging es eigentlich, aber auch um Gesundheit zu schützen oder in dem Aufruf ist auch Umwelt mit ein Thema bei der 4-Tage-Woche. Und das wieder aufzugreifen und zu sagen, wir machen aus der 4-Tage-Woche-Forderung ein 10-Monate-Jahr. Also wir fordern irgendwie 2 Monate komplett freigestellt zu werden in dem Jahr. Das ist, glaube ich, was, das kann man aufgreifen und das muss man mitnehmen in die Tarifrunden, in die Betriebe, in die gewerkschaftlichen Basisstrukturen. Also ich glaube, das wäre gerade der Auftrag von uns allen. Weil, also was ich schon
Also was ich schon erlebe, dass also zum einen sind die Kollegen natürlich abgefuckt. Also sie sind abgefuckt davon, wie das läuft. Die sind abgefuckt davon, dass sie Überstunden machen müssen, Masken tragen müssen, sich um ihre pflegebedürftigen Angehörigen nicht kümmern können und so weiter und so fort. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem ist so die Bewusstseinslage, brauchen wir uns auch nichts vormachen, oft eine Katastrophe. Also so die Standortlogik, also Hauptsache hier im Betrieb, wir haben noch Arbeit und egal, was mit den anderen ist, oder auch also so Deutschland muss ja sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. Also das, was halt auch die Arbeitgeberverbände immer wieder propagieren. Das ist ja, in den Leuten schon Angst, drin. Ne? Und auch eine Angst sicherlich einfach dann am Ende ohne Lohn arbeitslos zu werden. Natürlich, absolut. Also das ist auf jeden Fall da. Also das darf man nicht irgendwie leugnen oder sowas. Also dem muss man sich stellen und da muss man drum diskutieren. Oder auch so der sozialpartnerschaftliche Gedanke. Also wenn wir gut mit der Unternehmensleitung zusammenarbeiten und wenn es dem Unternehmen gut geht, dann geht es uns ja allen gut und so weiter. Das ist auf jeden Fall da. Also da muss man auf jeden Fall, das muss man ernst nehmen und darüber diskutieren. Und trotzdem ist die Forderung richtig und ich habe auch das Gefühl, dass die greifen kann. Also weil wenn es dann wirklich, also wenn man die ersten Toten im Bekannten- und Verwandtenkreis hat und so, also ich glaube, also das ist auf jeden Fall was, da habe ich einen Wechsel erlebt bei uns in der Belegschaft. Dass am Anfang gab es noch sehr viele, die so von Corona als normaler Grippe auch geredet haben und das geglaubt haben und da ein bisschen kritisch waren. Und das erlebe ich eigentlich immer weniger. Also das ist mittlerweile schon angekommen, dass das ernst zu nehmen ist und dass das gefährlich ist. Und auch, dass man sich auch im Betrieb anstecken kann. Also da gibt es mittlerweile Leute, die da Witze drüber machen, dass Corona ja nicht übers Werkstor hinauskommt und so. Aber also das ist schon angekommen, dass Corona gefährlich ist und dass im Betrieb auf jeden Fall ein Infektionsherd ist. Ja. Was denkst du? Und wenn wir gerade eine Situation haben, in der überhaupt über unsere Arbeitsbedingungen ins Gespräch zu kommen ist, dann ist es die jetzige. Also selbst wenn es, also ich finde es krass, dass du sagst, Tobi, die ersten werden die Erfahrung machen, dass Leute im Bekannten- und Verwandtenkreis an Covid-19 nach dieser Infektion versterben, auch schon allein die Entgrenzung, die wir Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel im Homeoffice, also die völlige Entgrenzung der Arbeit, die wir erleben und die massive Belastung, da ist gerade eher, nämlich war nicht das Problem, dass die Leute feststellen, okay, uns schenkt hier keiner was, sondern dass die Leute so belastet sind, dass sie froh sind, wenn sie nicht noch das nächste digitale Meeting haben, um sich über ihre Arbeitsbelastung auszutauschen. Mhm. Das nämlich gerade in den Schulen war, dass eher das eine Schwierigkeit ist, da jetzt gerade ins Gespräch zu kommen, weil die 40-Stunden-Woche auch schnell mal zu einer 60- oder 80-Stunden-Woche wird mit diesem Homeschooling. Und selbst wenn wir jetzt diesen Aufruf als Anstoß zur Debatte darüber ins Gespräch zu kommen verstehen und nutzen, was ich auf jeden Fall sinnvoll und wertvoll finde, dann muss es auch eine Debatte darüber sein, dass wir feststellen müssen, wir waren am Anfang der Pandemie viel zu schlecht organisiert, um für den Schutz unserer Gesundheit, und zwar ohne finanzielle Abstriche machen zu müssen, einzutreten. Und daraus müssen wir auf jeden Fall lernen. Voll. Ist ja nicht nur auch vor der Pandemie, sondern auch ein ewiges Problem eigentlich der Gewerkschaften. Ja, aber das würde mich auch, also vielleicht kannst du nochmal konkret machen, was hast du für Erfahrungen gemacht, welche Gespräche hast du geführt? Also inwiefern hast du den Eindruck, ist da tatsächlich, gibt es da eine Offenheit für tatsächlich eine Bewegung irgendwie, was auch zu machen irgendwie? Weil, also ich meine, Tobi hat es vorhin schon so ein bisschen gesagt, okay, wir müssen uns auch den Bewusstseinsstand der Arbeiterbewegung in Deutschland realistisch vor Augen führen. Es ist auch, gleichzeitig gibt es auch Aufrufe quasi, die der Kampagne Zero Covid sehr positiv gesonnen sind, die das dann sehr offensiv damit verbinden, das in Streiks umzusetzen oder sowas. Ja, prinzipiell auch nicht falsch, aber ist vielleicht keine ganz konkrete Handlungsorientierung, die uns gerade helfen kann. Genau. Würde mich interessieren, also was denkt ihr, ist tatsächlich, was können wir da jetzt realistisch schaffen irgendwie? In dem Sinne vielleicht dann auch quasi die Frage diskutieren, wirklich, inwiefern ist das politisch realistisch oder nicht, inwiefern sind wir dafür aufgestellt, was, also damit will ich das überhaupt nicht mindern, quasi damit auch in die Offensive zu gehen und so, aber einfach ein bisschen den Eindruck von euch einholen, okay, was geht, was geht nicht. Okay, im Bildungsbereich
ist es tatsächlich höchste Zeit, konkrete Forderungen zu formulieren. Und sei es, dass man die dann auch aufgrund der Einschränkungen in Form von Online-Kampagnen, Fotoaktionen, Austauschforen und vielleicht auch weiterhin solchen Online-Petitionen, aber mit aus diesem Gesprächsanlass No-Covid wesentlich konkreteren Forderungen. Also was heißt das denn für Kinder? Welche Maßnahmen brauchen wir denn tatsächlich für Kinder, die in bildungsbenachteiligten oder ökonomisch benachteiligten Elternhäusern groß werden? Was brauchen wir denn an Ausstattung, wie können Abschlüsse und Lehrpläne gestaltet werden? Das sind Diskussionen, die man in den Kollegien sehr, sehr konkret führen kann und wo sich sehr konkrete Forderungen ableiten lassen, die einerseits die Schwierigkeiten und Sorgen und Nöte der Kinder einschränken und eindämmen können und auf der anderen Seite tatsächlich auch die massive Überlastung und Überforderung der Kolleginnen und Kollegen einschränken können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir im Kollegium den No-Covid-Aufruf diskutieren und da setzen dann alle ihre Forderungen drunter. Aber es ist schon so, dass wir auch erstmal konkret für unsere Schule immer wieder diskutieren, okay, was sind denn sozial und gesundheitlich verträgliche Maßnahmen sozusagen? Und das ist der Weg, wo ich sagen würde, wenn man das Ziel vor Augen hat, das Ziel No-Covid, Zero-Covid, Entschuldigung, vor Augen hat, dass das was ist, wohin es sozusagen taktische Schritte braucht, in Form von Forderungen, die formuliert werden müssen und für die dann auch eingetreten werden muss. Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall, also wir müssen schon den Unterschied machen, was ist gerade richtig zu fordern und was glauben wir ist jetzt in unmittelbar nächster Zeit realistisch möglich. Umsetzbar möglich. Mhm. Ne? Also weil ich glaube schon, also ich finde auch die Forderung nach einem politischen Streit absolut richtig. Also die ist nicht falsch. Also weil das ist wirklich, also das ist ein politisches Thema und es ist auch was, also da können wir jetzt nicht auf die nächsten Tarifrunden in allen Bereichen warten oder sonst irgendwas, wo vielleicht mal eine Friedenspflicht endet oder so, sondern es ist an sich, wäre es total richtig, da politisch für zu streiken. Und in Italien ist das ja passiert. Also in Italien haben ja im April einige Arbeiterinnen und Arbeiter die Arbeit niedergelegt und haben gesagt, nee, unter den Bedingungen gehen wir nicht mehr arbeiten, wir wollen nicht sterben. Also die haben politisch gestreikt. So. Also das ist schon, deswegen würde ich auch sagen, das ist nichts Utopisches oder so. Ich glaube auch, dass der Bewusstseinsstand der Arbeiterklasse in Deutschland gerade dem nicht also entspricht. Also ich glaube nicht oder ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt in den nächsten Wochen einen politischen Streik erleben werden oder so. Aber trotzdem finde ich jetzt die Forderung nicht falsch. Also was jetzt aber konkret zu tun ist, da glaube ich schon, also da gibt es einige Sachen, ich habe ja schon ein bisschen was gesagt, also zum Beispiel irgendwie über die Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie reden, also da darüber zu reden, dass man wirklich dieses Arbeitszeitverkürzungsding wieder aufgreift und da halt 10 Monate ja draus macht oder dass man irgendwie Kurzarbeitergeld aufstocken auf 100% und das zwar und zum Gesundheitsschutz, also das aufzugreifen und in gewerkschaftlichen Basisstrukturen zu diskutieren, ist glaube ich total richtig. Über Homeoffice haben wir jetzt auch ja relativ wenig geredet in dem Podcast, aber auch da, also auch da gab es irgendwie vor der Krise 4% Leute, die im Homeoffice gearbeitet haben. Im April ist es dann wirklich hochgegangen oder also auf 27% hochgegangen, aber im November, da war die letzte Erhebung, waren es nur noch 14%. Obwohl wir da irgendwie massiv steigende Corona-Infektionszahlen hatten und höhere Werte im April, waren es dann trotzdem nur noch 14%. Und ich sehe es auch bei mir im Betrieb, wie halbherzig das eigentlich umgesetzt wird. Also auch das lohnt sich, glaube ich, wirklich nochmal zu diskutieren und nicht nur da eine Freiwilligkeit reinzukriegen, sondern wirklich irgendwie alles, was jetzt gerade ins Homeoffice gehen könnte, wirklich auch ins Homeoffice zu schicken. Und das gleichzeitig an Corona zu knüpfen. Ne? Also ich bin absolut nicht für eine generelle Pflicht oder ein Recht auf Homeoffice, aber das ist eine andere Diskussion. Dazu gibt es auch einen Artikel übrigens auf unserer Seite. Stimmt, da gibt es auch einen Artikel davon, ja. Genau. Aber also das sind, glaube ich, alles Sachen, die halte ich schon für realistisch. Also die kann man jetzt sehr realistisch diskutieren und da kann ich mir auch gut Erfolge vorstellen. Was auch was ist, also ich glaube, das ist noch mehr Öffentlichkeit über die Lage in den Betrieben schaffen. Und da finde ich, also da ist dieses von Zero Covid, die hat angefangen, so Schichtgeschichten zu veröffentlichen, also so Berichte von Kollegen und Kolleginnen aus Betrieben, was da eigentlich abgeht. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil das fehlt noch. Unbedingt. Also, das ist wirklich wichtig, Zeit, wichtig, ja. Ja, finde ich auch. Es wird die ganze Zeit erzählt über irgendwelche Hochzeiten oder auch Gottesdienste oder sonst irgendwas, wo die Leute sich anstecken. Aber was in Betrieben eigentlich abgeht und wie viele Leute sich da anstecken und unter welchen Bedingungen die Leute da teilweise arbeiten müssen, da kommt, also wenn es mal richtig extreme Fälle wie bei Tönnies gibt oder sowas, dann kommt das mal in den Medien, aber sonst
ist da kaum was. Ja, also das oder ist, auch, ich, auch, oder was, auch was wirklich, wir, ne, ich meine, wenn da von geredet wird, Kinder, die Kitas sind zu oder sowas, und wenn man einfach dann mal real hört von Erzieherinnen und Erziehern, nee, die sind nicht zu. Das ist hier der, wie heißt das, der Pandemiebetrieb, der, wie auch immer. Notbetrieb. Gibt da einen Namen für, weiß ich gar nicht. Aber also auf jeden Fall, die sind auf Arbeit. Und da sind 30% der Kinder irgendwie in Berlin sind in den Kindertagesstätten und so weiter. Und das sind einfach auch Informationen, die kommen nicht in die breite Öffentlichkeit und so. Und gerade das ist eigentlich... Die kommen nicht in die breite Öffentlichkeit. Und gerade da, also gerade zum Beispiel an dieser Betreuungsfrage, kann man sehr gut mit diesem Aufruf anschließen, denn ein politischer Streik ist gerade unrealistisch in Deutschland. Es ist auch unrealistisch, oder was heißt unrealistisch, aber es ist eine harte und schwere Diskussion in den Kollegien darum zu ringen, für einen tatsächlichen Lockdown sich stark zu machen im Interesse unserer Gesundheit. Denn die Reaktion ist sehr schnell, dann darf ich nicht mal mehr arbeiten gehen, dann gibt's ja gar nichts. Da muss man sehr klar diskutieren. Das ist was, was dann dafür für eine sehr begrenzte Zeit stattfinden wird. Und selbst wenn in diesem Rahmen noch Homeoffice stattfindet und es eben nicht ein generelles Niederfahren der Arbeit ist, muss man mindestens dafür kämpfen, dass Eltern oder Menschen, die mit Pflege beauftragt sind, also mit Sorge um Schulpflichtige oder Kleinkinder oder auch mit Sorge um Angehörige, dass mindestens die komplett von der Arbeit freigestellt werden müssen bei vollem Lohnausgleich. Um eben zum Beispiel, also die Situation in den Kitas würde sich dann natürlich entschärfen, wenn die Eltern wissen, mein Job ist jetzt, ich bin dafür voll bezahlt, mein Familienleben am Laufen zu halten, sozusagen. Und also da könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, also dass auch Studierende, die gerade ihren Nebenjob verloren haben oder sowas, da aktiv werden und zum Beispiel solche Informationen einfach und Forderungen auch in die Betriebe tragen, also mit Infoständen, Flyern, Stickern, Plakaten, sonst irgendwas. Also ich glaube, es muss wirklich irgendwie präsenter werden, naja, in auch, der Öffentlichkeit. Ehrlich gesagt, auch unter den Studenten selbst. Ne? Also das auch ist auch, da. Also das, ich meine, ich studiere jetzt selbst noch, wenn ich jetzt irgendwie hier meinen Semesterbeitrag bezahlen muss, jetzt wieder akut, das ist ein Witz. Also ich meine, ich sitze die ganze Zeit zu Hause, zahle all meinen Scheiß alleine, nix Mensa, nix Ticket oder sowas. Und irgendwie dann soll ich meine 300 Tacken da bezahlen. Das ist echt ohne. Und die meisten haben ihren Job verloren, so, ne? Also. Ja. Klar. Nee, gebe ich da absolut recht. Also auch da gibt es genug Kämpfe zu führen. Ich will nur, also trotzdem, also das Ganze in die Öffentlichkeit tragen und halt wirklich irgendwie die Situation in den Betrieben, in den Schulen präsenter machen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich könnte mir also zum Beispiel auch die Inzidenzwerte, die werden hier bei uns in der Region, das wird ja überall so sein, wirklich, also für jede einzelne kleine Gemeinde und sonst irgendwas veröffentlicht. Aber für Großbetriebe halt nicht. Also um dafür zum Beispiel, also die Forderung aufzustellen und dafür zu kämpfen, dass solche Zahlen auch veröffentlicht werden, wäre, glaube ich, auch schon mal sehr hilfreich. Mhm. Ja, unbedingt. Okay, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, mal einen Punkt zu machen. Es sei denn, ihr habt noch was ihr unbedingt loswerden wollt. Ja. Also eine Sache ist mir auf jeden Fall noch echt wichtig. Und zwar, dass wir in der Kampagne nicht den Fokus verlieren. Also weil ich war jetzt schon in einigen Diskussionen zu Zero Covid und Veranstaltungen und sonst, also Online-Veranstaltungen und so ein Kram. Und da wird über alles Mögliche diskutiert. Also wird dann über Verhältnis Mensch-Natur diskutiert. Da wird Verhältnis Revolution und Reform, ob Forderungen an den Staat gestellt werden können, generell Staatsverständnis, ob wir jetzt auch Umweltforderungen aufstellen müssen, was die Perspektive von Frauen ist und so weiter. Also ich habe das Gefühl, das zerfasert sich total. Ja. Und ich glaube, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir den Fokus beibehalten und jetzt den Kampf aufnehmen für einen umfassenden Shutdown, der halt wirklich auch nicht vor Arbeitsplätzen halt macht, sondern halt eben auch fordert, alle nicht lebensnotwendigen Betriebe lahmzulegen und das bei vollem Lohnausgleich. Also das ist, glaube ich, irgendwie sehr, sehr wichtig, dass wir diese Schlagrichtung nicht verlieren. Ja, finde ich sehr. Und diese Schlagrichtung können wir nicht verlieren, wenn wir tatsächlich nicht in irgendwelchen Internetforen mit abstrakten Diskussionen über ist Zero Covid richtig oder falsch treffen. Das braucht es auch, aber wir brauchen vor allem das Gespräch mit unseren Kollegen in unseren Gewerkschaftsgliederungen und so weiter, denn da wird es konkret, da wird es zwangsläufig ganz konkret und
wir können den Fokus nicht mehr verlieren. Da wird dann auch der Gegner klarer irgendwie, ne? Also weil das Absolut. Das ist ja irgendwie so ein Punkt irgendwie, können wir das gegen den Staat durchsetzen oder sowas? Und es wird einfach auch im Betrieb selbst klar, okay, wir haben hier einen Gegner, der uns daran hindert, die Forderung nach Gesundheitsschutz ernsthaft durchzusetzen. Und das, diese Klarheit, glaube ich, die kann uns echt wirklich leiten. Genau. Hm. Und dass wir wirklich hier einfach eine Pandemie am Arsch haben. Also, dass es auch einfach eine Zeitdringlichkeit hat, jetzt auch Maßnahmen zu ergreifen. Das ist, glaube ich, auch sehr zentral. Total. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden das weiter im Blick behalten und gegebenenfalls auch nochmal weitere Veröffentlichungen dazu machen und vor allem aber euren Aufruf versuchen umzusetzen, denke ich, das wirklich breit zu diskutieren und sehr offensiv, sehr in die Offensive zu gehen damit. Ich hoffe, dass wir so wirklich ein bisschen weiterkommen und freue mich über Rückmeldungen und Berichte, die darüber entstehen. Soweit, ja, vielen Dank euch auf jeden Fall. Sehr spannende Folge, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, auch von bis mir, ciao. Ich fand es auch sehr, sehr gute Diskussion. Hat Spaß gemacht. Kommunistische Organisation. Tschüssi, Romy. Ciao. Danke euch.